Hallöchen erstmal. Willkommen, liebe Zuschauer. Wir haben jetzt unseren Stream hier gestartet. Bei mir hat das Programm gerade noch rumgesponnen, deswegen bin ich gerade ein bisschen aus dem Konzept. Sorry. So, mit wir meine ich die gute Ophelia. Hallöchen. Hi. Und den Corpus Montui, der da am Rumfriemeln ist, noch gar nicht den Stream gestartet hat. Hallo. Park. Jawohl. Wir sind hier gerade in Forest wieder unterwegs. Oh, hallo Vogel. Na, na, tschau. Tweety ist tot. So. Höre schon wieder mich brennen, kann das sein? Silvester hat gewonnen. Sonst nicht, Korpus. Nein! Echt schön! Einmal nicht am Brennen, wenn ich wieder ins Spiel habe. So, erstmal Vögel getötet, warum auch nicht. Kann ich euch ein bisschen Fleisch draufschmeißen? Habe ich hier nämlich, huch, oder auch nicht. Ich habe hier so winziges generisches Fleisch. So, wir sind hier in Forest unterwegs, sollte den meisten von euch ein Begriff sein. Für denen das kein Begriff ist, ist ein Survival-Spiel auf so einer Insel im Wald. So. Zack. Verdammt. Und hier sind so lästige Mutanten und Ureinwohner, die uns ständig auf die Pelle rücken wollen. Latzen wir aber Ach, nix, reihenweise um nix. meistens. Schön, dass du zu Hallöchen! uns gefunden hast. Nee, das ist kein Fishing Planet. Und mir fällt. Sieht man ja. Mir fällt gerade auf, ich muss mal wieder den Chat erstmal nebenbei aufmachen, ich Schlauberger. Also für Läuft ihren. bei uns wieder. Ja. Ist super vorbereitet. Moment. Ich starte eben den Chat, dann kann ich auch sehen, was ihr schreibt. Von Vorteil. Ja. Momente. Ah, jetzt habe ich den. Nee, doch, er verbindet noch. Ich weiß zwar nicht, wer sich verletzt hat, aber er verbindet noch. Aha. Leitung ist leck geschlagen. So. Jawohl, jetzt bin ich auch im Chat unterwegs. Wenn ihr mir jetzt schreibt, dann sehe ich das auch und kann darauf eingehen. So. Unbelievable. Ja, unglaublich, ne? Aber wahr. Wie sieht's mit dir aus, Corpus Mutui? Ja, bunt. Nee, ich meine, bist jetzt auch am Stream oder. Ja, dann Ja, können wir hi, uns ja so hi. langsam, ja, so langsam auf die Socken machen. Ach, zu Fuß wieder. Oh, mitten in der Nacht. Ich würde ja sagen, gehen Yay. wir schlafen, aber das hat ja jetzt gerade erstmal Cooldown. Sobald man erstmal das erste Mal wieder ins Spiel reinkommt, braucht das eine Weile, bis man wieder schlafen gehen kann. So müssen wir Ja, das kannst du leider. probieren. Nee, bringt Ja. nichts. Hui, Feuer. Hier sieht man das Symbol. Dieses Mondsymbol, Sichelmond. Warum möchtest du bei mir hinten an meine Kiste? Keine Ahnung. Und das Symbol ist Spaß dran. leider gerade ausgegraut. So. Okay, liebe Leute, dann. Schon, Ja. dein Frauchen belästigt mich. Ja. Nee. Aber nur mit körperlicher Gewalt, das ist erlaubt. Ach so, ja gut. Es sei denn, du stehst drauf, dann ist es nicht mehr erlaubt. So. Also, sagen wir so, ich mag nicht unbedingt Äxte im Rücken. Das ist immer Öl. so. Oh Gott. Nein, 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 Den kannst du nein, einfach runterhauen. nein, 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 Und wetten, ich brenne gleich. Oh Gott. Das muss Liebe sein. Liebe, scheiß drauf. Mit Härte und Hass. So, was machen wir denn jetzt eigentlich? Haben wir noch gar keinen Plan, ne? Wie immer. Erstmal in den Wald scheißen. Läuft. Ich meine, die lieben Zuschauer dürfen ja auch immer gerne sagen, was wir hier unternehmen sollen. Wir können Höhlen erkunden, wobei wir da jetzt schon ziemlich alle Höhlen abgegrast haben. Könnt ihr auch gerne bei mir auf YouTube nachschauen. Manche Höhlen sogar drei, viermal. Ja. Wir haben noch unser Und Bauvorhaben im Meer, unsere schöne Festung. Und wir können natürlich das auch. ist der falsche, du Drecksack. Das ist der falsche. Nein, das stimmt schon so. Ja. Ich glaube, du, Corpus Motori, du wolltest gestern hier die Eislandschaft noch ein bisschen abklappern, weil hier irgendwas Neues sein soll. Ich weiß ja nicht, ob hier was Neues ist. Irgendwas war hier mit dem Schneegebiet und in den Changelogs. Ich habe da jetzt auch nicht großartig nachgelesen gehabt. Also, du Hier bist soll wieder. irgendwas improved sein, also hier soll mehr sein. Was? Aber Also was jetzt genau mehr, weiß ich nicht.
Du hast dich wieder großartig informiert. Ja, so wie immer. Wir streifen jetzt hier wieder durch die ganze Eislandschaft, finden nichts, gehen unverrichtete Dinge los, so wie immer. Ja, richtig. Und wir fangen auch alles nur halb an. Außer an das Haus. Das muss man ehrlich sagen. Ja, die Festung und Wasser, die haben wir schon ziemlich schön ausgebaut. Ja. Weil wir da auch mal so langsam ein bisschen Wände ziehen müssen. Da hinten laufen sie übrigens schon wieder. Frühsport. Ich glaube, ich bin gerade auf ein Eichhörnchen getreten. Ich glaube, die haben mich noch nicht gesehen. Und die stehen da hinten wie zwei Slenderman rum. Was? Ja, Slenderman. Guck doch mal, da hinten. Was bist du denn überhaupt? Ja, einer geht jetzt weg. Geht keine. Wenn ich nach links gucke übrigens, dann gucke ich in den Chat rein. Und ich gucke ziemlich oft, weil ich es schon mal gerne vergesse. Deswegen guck mal, die rennen im Kreis. Wo ist die Binne Hilschauer Musik? Das sind drei sogar, ne? Es sind vier insgesamt. Oh, vier sogar? Ich würde sagen, ja, sollen wir erstmal nach Hause oder sollen wir jetzt hier erstmal weitersuchen? Nö, wir sind auch gestern extra in die Eiswüste gegangen, dann gucken wir uns hier auch mal ein bisschen um. Dann machen wir das. Bin ich. Ich sehe auch gerade, wir brauchen mehr Knochen. Ich merke auch gerade, ich hab bei Twitch gar nicht angegeben, dass ich Facecam anhabe. Sollte ich vielleicht machen. Oh, ich glaube, die sind auf jemanden aufmerksam geworden. Ja, ich habe auch schon eine ungefähre Ahnung, auf wen. Nicht auf mich. Nicht auf dich, Schatz? Oh, ich brenne. Wo ist richtig? Hast mal den richtigen angezündet. Ich glaube nicht. Doch, doch. So, ich gehe mal ganz, ganz, ganz schnell kurz. Ich tappe kurz raus. Ich weiß, ihr habt jetzt wieder Host Not Responding, aber es dauert auch nicht lange. Ja, aber immerhin, so können uns die Feinde auch nicht angreifen. Wir können weitergehen. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Eventuell greifen sie tatsächlich trotzdem an. Nö. Ich glaube nicht. Doch, doch. So, ich gehe mal ganz, ganz, ganz schnell kurz. Ich tappe kurz raus. Ich weiß, ihr habt jetzt wieder Host Not Responding, aber es dauert auch nicht lange. Ja, ja. Das Gute war. Wie beim Angeln. So, da bin ich auch schon wieder. Hallo, Sean. Ja, 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 ja. Ich war ja nie weg. Ich habe ja nur eben schnell gemacht. So. Ophelia ist weg. Wo ist sie hin? Huch. Da unten. Und wie komme ich gerade nicht aus dem Menü? Also. Schatz, was machst du denn da hinten? Oh, ich habe ein paar Freunde besucht. Ja. Wie heißen sie denn? Da waren sie auch. Annie und Bert. Ach so. Ich habe jetzt schon gehofft, da ist ein Alpha-Kevin dabei oder so, aber... Also ich fand Bernie und Erd viel besser. Ja, schon. Mit dem Popo-Club, ne? Ja, genau. Boah, von welcher Sendung waren die nochmal? Also jetzt nicht von welcher Sendung abgekupfert, sondern in welcher Sendung liefen die nochmal? Weiß ich nicht mehr. Oh, boah, das ist schon echt lange her. Daran merkt man, dass wir wieder alt werden. Ja. Ihr seid voll alt. Kann schon sein. Ja. So. Wo gehst du eigentlich hier lang? Wir laufen dir stupide nach übrigens, ne? Ja, ich bin ja auch Horst. Ich bin der Horst hier. Richtig. Dann müsst ihr euch auch an mir orientieren. Mann. Oh, eine Blume. Ah, shit. Obwohl, ach scheiß drauf, essen wir. Ich fress ein paar Pilze, die meiner Gesundheit ein wenig schaden. Richtig. Aber die schmecken so gut, die schmecken so gut. Ja, man kann alles essen. Spiel ist aber nur einmal. Wow. So. Einfach mal runterdroppen hier. Platsch. Ich glaube, da unten ist doch schon gar keine Eiswüste mehr. Nee. Da lauft er mir einmal nicht nach und geht völlig aus dem Gebiet raus. Natürlich. Huch. Stirb. Warte mal eben, Alter. Ich wollte nicht reinlaufen. Ich glaube, das Reh verarscht dich. Ein Reh läuft ja auch wie ein Affe. Was? Wie ein Affe? Wie ein Affe.
Das verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Du ich kennst komisch, okay? Ich hab grad Ureinwohner gehabt. Du bist da unten noch im Tümpel drin. Mr. Hase geht flüchten. Die Hase, Hase. Oh, ich habe einen Zuschauer. Hallo, Herr Zuschauer oder Frau Zuschauerin. Sagst du doch nur. Ja, ich weiß. Ich verscheuche dich immer. Ich sehe nicht, wer du bist. Ich kann dich auch nicht wirklich sehen. Ich kann dich auch nicht wirklich sehen. Ich gucke nur in die Facecam rein. Das sieht so aus, als würde ich dich ansehen, aber das tue ich eigentlich gar nicht. So. Ah, hier habe ich ein paar gute Pilze. Ich bin drauf und hab Angst. Was? Wir sind da hingekommen. Ja, zum Fuß wahrscheinlich, ne? Nicht im Auto. Geflogen. Geflogen, womit? Warte. Warte? Alter Schwede. So, ihr seid da hinten wieder. Ich finde dieses Knuspergeräusch auch immer lustig. Wenn man irgendwie Pilze isst, dann klingt das immer so, als würde man Apfel essen. Oder eine Tüte Apfel. Chips? Hm? Du bist ein Apfel. Nein. Ich bin ziemlich sicher, wenn ich im Spiegel schaue, bin ich kein Apfel. Tagsüber bist du kein, aber nachts. Digitiere ich dann, oder wie? Ja. Ich hab doch Schritt hinter mir irgendwo. Steven digitiert zu Apfel. Grünen Apfel. Danach kommt Birne. Schön fleißig am Looten hier. Ich habe auch schon. Ich hab auch schon so viel Stoff. Ich habe über 630 Stoff habe ich dabei viel mittlerweile. Stoff, ey. Richtig viel Stoff. Unser Stoffdealer. Ich habe roten Stoff, gelben Stoff. Hast du mir gerade die Sachen geklaut? Nein, nur Stoff. Und Stoff kriegt jeder für sich. Nein. Dann ist das... okay, andersrum. Wenn ihr Stoff aufnehmt aus dem Koffer, dann liegt der für mich noch da. Deswegen dachte ich, umgekehrt wäre es noch genauso. Das sind halt die Tücken von Forest. Diese schönen Bugs und so. Ja, mein Optionsmenü. Zack. Irgendwie gefällt mir das alles noch nicht. Das muss ich nochmal runterstellen. Ärgerlich, aber wahr. Ja, ich spiele nicht auf großen Auflösungen. Ich habe einen ziemlich beschissenen PC. Ja, ich habe höchste Auflösung. Also hier höchste Einstellung und volle Power. Also... Kommt vom lieben Corpus Motuli weg und kommt zu uns. komm auf die dunkle Seite. Obwohl eigentlich ist es bei dir dunkel, ne? Mit so schlechter Auflösung. Er ist da unten. Weil kaum regt. Wo denn? Alter, was brüllt hier rum? Sehe ihn auch nicht. Da! Wo kam der denn jetzt hergefitscht? Er hat ein Kind an mir. Und das Reh hinterher. Mama. Frag mich auch, wie der hier hochgekommen ist. Was denn? Ach, der wollte gar nicht zu mir. Lockt ihn hierher. Wo ist eigentlich... Den direkt. Au. Da haben sie doch extra so eine Wurfbahn eingebaut für zum Beispiel Bomben oder Molotow-Cocktails und die ist gar nicht mehr zu sehen. So, ist mal kastriert. Schade, ne? Ja, eigentlich schon. Ich fand das ganz gut. Also ich hatte mich jetzt mittlerweile wieder daran gewöhnt und ich war ja vorher ohne gewöhnt und jetzt bin ich wieder falsch gewöhnt und so. Ihr versteht schon. Hoffe ich. Dingens. Dingens, Womens. So. Euch. Und so. Ja, wollen wir nicht wieder ins Schneegebiet zurück? Nicht gleich. Nö, jetzt. Alles geil. Ah, oh Mann, meine Nase. Haut ruf! Das hat die wirklich gemacht. Ich hab's im Augenwinkel gesehen.
Du hast keinen Beweis dafür. Mein Wort ist Beweis genug. Reich genug? Ja, das auch. Ein Wort ist Reis genug. Reis. Oh, geht schon wieder los. Es gibt Reis, Baby. Schüttel dein Haar für mich. Schüttel dein Haupthaar für mich. Ich höre hier irgendwo. Ach, da unten. Ja, dann gehe ich in die andere Richtung. Guck mal. Au, Alter. Ist beruhig dich. Ach, du Pussy. Aber wir wollen beide mich. Nein, ich bin down. Wird mich ärgern. Ist euer Ernst? Hui! Au! Ich bin gleich auch da. Der rastet hier komplett aus. Komm. Ah. Ist Ruhe jetzt hier. Ruhe in der Kiste. Geht doch. So. Wir leben alle noch. Oder wieder. Ja, so ähnlich irgendwie was. Ich hab doch gestern noch 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Du hast 1, 2, 3, 4, 5? Ja, das hab ich auch. Meine lieben Zuschauer wissen, was ich hier treibe. Zurück wieder. Ah, I see. Hört sich wieder nach Crafting an. Ja. Bereite nur schon mal ein bisschen was vor. Ach du Scheiße. Ich glaube, wird das wehtun? Ich glaube, nein. Nein. Zack! Ja, ich bin gerade nicht im Spiel. Sehe ich nicht schick aus. Ich bin gerade nicht im Spiel, weil OBS wieder rumquatscht. Ich kann das leider nicht selber sehen. Doch, kannst du? Ich kann nur so ein bisschen runtergucken. Ah, cool, ich sehe es bei meiner Freundin. Warte. Cool. Nice. Knochenrüstung habe ich mir mal angesetzt. Angesetzt, ausgerüstet. So, ja, jetzt nicht mehr. Ich auch ein Bild. Ich weiß nicht, warum die Performance so weit runtergegangen ist. Ich habe mir wieder selbst zugeguckt. Na, bleibst du wohl stehen, du Mistvieh. Na. Doch. Nein, nicht weglaufen. Bleib stehen. Ah, schon viel flüssiger. So macht das Spiel noch eher Spaß. Haut ruf, Feste. 1 und 2 und 3 und 4 und Achtung, Baumfeld! Ist der Hase weiß? Sehe ich das richtig? Ja. Nein, du bist blind. Also, weiße Hasen sind aber neu. Ja, dann haben wir schon mal ein neues Teil hier gefunden. Warum fällen wir hier eigentlich Bäume? Ich weiß nicht, aber Spaß. Einfach nur, damit wir hinterher wieder nicht so viele Loks haben, wenn wir Bäume fällen. Wenn wir sie brauchen, ne? Weil genau. Sie überall über die Insel wieder verstreut rumliegen. Das ist gut. Hüpf! Was zur Hölle war das denn? Hüpf! Soll ich? Und du weißt doch, wie wir lachen, ne? Ich glaube, ich habe hier Schlamm gefunden. Das gab's mal in Forest. Wurde zwischenzeitlich wieder rausgepatcht und ich glaube, ich habe es jetzt wieder gefunden. Du Schlamm? Ich habe irgendwas Böses gehört. Hallo. Ey, das war unfair. Alter, das ist nicht weit weg. Da hinten. Alter! Ich kann mal gucken, ich will mal Schlamm sehen. Alter, ich habe das schon aufgesammelt. Was denn? Schlamm. Wie sieht Schlamm aus? Ich kann dir sagen, was sich hier im Schneegebiet verändert hat. Hier laufen jetzt die Riesenmutantenviecher rum. Ah, die waren vorher nicht hier. Nein. Sind wir hier schon gestoßen, doch? Nein. Nein, ja. Das ist so scheiße vom Ohr.
Was sind wir scheiße? Du hast Scheiße verloren? Wir spielen nicht arg. Ich würde mir Gedanken machen. Ist das scheiße? Ja, ziemlich. So. Da gibt's nicht mehr wieder Worte. Wer haut mich denn jetzt mal wieder? Also ich finde sonst... Ich finde hier den ganzen Tag nur Tabletten, ne? Bin schon total hier zum Junkie geworden in dem Spiel. Hier ist Schlamm. Schlamm? So sieht Schlamm aus. So sieht Schlamm aus. Da ist kein Schlamm. Doch, da ist Schlamm. Nein, da ist kein Schlamm. Guck doch bei mir. Ja, bei mir ist aber doch kein Schlamm. Und bei dir? Was hast du denn da im Gesicht? Ja, ist meine, das ist meine Sido-Maske. Diese Knubbelnase da drin ist doch herrlich. Ey, nein, nicht hauen. Nicht, wenn ich Knochenrüstung drauf hab. Oh. Das nicht. Nein, nein, nein. Peter. Nein, nein. Ich krieg Angst. Ich möchte ja gerne eine neue Höhle haben. Die letzte Höhle, die wir, wo wir ja waren, im Arsch der Welt, die war ja ein bisschen frustrierend. Nachzuschauen bei mir auf dem YouTube-Kanal. Richtig, bei Handsome Sean. Warst du dabei, Ophelia? Glaube ich, ich weiß nicht. Du warst nicht dabei, Schatz. Ich habe Siebhirn. Ja, das haben wir alle. Wohl wahr. Wir können ja heute gerne wieder zum Arschloch der Welt. Ja, können wir mal machen. Jetzt sind wir zu dritt und werden es wieder dadurch schaffen. Jetzt lass mich doch mal hier rauf, Mann. Muss ich jetzt echt außen rum gehen? Ja. Oh. Was denn? Hab was gehört. Ja, das habe ich auch gehört. Du hast vieles. Geh hoch. Einfach nur so. Ach. Alles können. Nee, hat schon. Jetzt auch hat gehört. Schon. Ach, da sind 5 Stück. Nee, 3 Stück und wieder so ein Zappelklaus da oben. Hat schon einen Grund. Der Grund ist. Da, wo schon jetzt hinrennt. 4 Stück? Nee, 3 Stück, wirklich. Nee, 4 Stück. 4 Stück und der Zappelklaus. Ich darf den Grund offensichtlich nicht erzählen. Nein. Hast du eine Nummer gezogen? Hm. Was für einen Grund möchtest du denn erzählen? Ich höre hier Gekicher. Oh, in wem bist du? Kannibale haben mich gesehen! Oh, Schilfe! Jo, wird mich ärgern. Schilfe? Komm doch in meine Richtung. Ja, Schatz, ich hab keine Ausdauer. Dann trink was. Ich sehe nicht mal deinen Namen. Ja, weil's weiß auf weiß ist. Oh, nein, 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 nein! Schon, du bleibst da mal stehen, ne? Ach, da. Da, wo ich hin will. Aua. Da in... Was für ein Aua? Du bist da nirgends. Alter, du bist ja kilometerweit weg. Ja, weil ich stiften gehe irgendwie. Aber immer in die falsche Richtung. Mensch. Alter, ich könnte jetzt auch ausweichen. Blech mich doch. Ja, schon länger. Ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich, Hilfe, Hilfe! Mann, muss ich jetzt echt? Ach, egal. Hallo, 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 hallo. Echo, Echo. So. Alter. Lol. Ach, der Sean macht wieder Knochen. Ja, ja, ja. Ich muss jetzt mal was austesten. Der hier brennt, als ich mit der brennenden Axt draufgehauen habe. Brennt der jetzt auch ab? Boah, geil! Das heißt, du kannst überall jetzt Knochen ohne Feuer machen zu müssen. Also, ne? Einfach anders anzünden. Also doch Feuer machen. Ja, ja, aber anders. Nicht mit Lagerfeuer oder so. Normalerweise werfen wir die ja immer aufs Lagerfeuer, aber wir können die ja jetzt auch offensichtlich so brutzeln. Mit Molotow-Cocktails oder mit einer brennenden Axt oder so. Ja, finde ich interessant. Ist auch. Ist es. Ist neu. Du bist neu. Wieder was entdeckt. Das neu oder mit Perwoll gewaschen? Neu. N-O-I. Neu. Neu. Das sah gerade aus, als ob das Eichhörnchen kacken muss, so wie das hier runtergekommen ist.
Ja, jetzt stehen wir hier, schön. Der ich crafte gerade wieder. Ja, der Zappelklaus, der kommt jetzt gleich auch. Schatz, ich dreh mich mal um. Komm ich mal an. Ja. Oh, ich hab's wieder den Arm machen, Mano. Hier kommt schon wieder irgendwas angestapft, glaube ich. Das klang ja, da hinten, ja. Da. Da ist ein Zappelklaus. Dynamit. Komm mal her, mein Freund, komm mal her. Der sieht irgendwie... Wow, wow, wow! Alter. Geh mal weg, hier. Alter. Ich brenne. Schnell ins Inventar. Ich brauche immer noch meine Schnellballleiste. Alter. Das ist assi ohne. Jetzt brenne ich auf. Ja, ich hatte schon geworfen, dann bist du da hingerannt. Alter. Ich muss Bescheid sagen. Wo ist der hin? Wir haben jetzt. Keine Ahnung, wo er hin ist. Ja, die sind hinten da, immer noch. Ich, hinterm Baum hier. Aber da du den angezündet hast, siehst du den mit, jetzt besser auf dem weißen Grund. Glaubst du wohl auch selber nur. Aua! 1, 2, 3. Ich krieg hier mit den auf die Fresse. Ich krieg auf die Fresse hier. Ich hab keine Leben mehr. Weil ich bin am Ableben. So, der brennt auch. Genau das wollte ich nicht aufrufen. Scheiß Crafting Buch. Ich geh mal den Zappelklaus gucken, ne? Ja, da bin ich auch gerade hin. Aber ich renne nicht. Alter, der ist immer so extrem laut. Der ist tot. Hui! Und noch einer da unten. Drei noch. Der ist hinüber, der ist hinüber. Da kommt noch einer. Stirb! Ich freu mich hier gar nicht drum. Alter! Ich kann mich nicht anzünden. Jetzt hast du mich mit angezündet. Oder doch nicht? Ich hab recht. Ja, als ob ich das mit Absicht mache. Ja. Jetzt musst du. Ja. Wo ist denn der Schorn jetzt schon wieder hin? Ich sehe ihn schon wieder nicht. Weg. Ach, da! Den sehe ich vor lauter Tarnung gar nicht mehr. So, Momentchen, eben kurz ein Feuer machen. Mach das. Ich beobachte euch. Der stille Beobachter. Der Spanner vom Fenster. Oh ja. Nein. Nein. Kaum trinkt man wieder was. Was ist denn doof? Nö. Oh, verdammt. So, die brennen jetzt. Nein. Nur weil wir nicht brennen wollen, ne? Ich hau jetzt ab. Möchte ja nicht mehr. Stimmt doch gar nicht. Arschloch. Sie wird alleine abkommen. Wir sind wieder proktologisch hier. Wir wollten sie dir ja zeigen, nicht Hilfe. So und so. Alten Ausdauer. Hehe. Baby. Mach Hähnefleisch, ich hab Hunger. Ich hab extra ein Eichhörnchen erlegt. Ich hab noch Hase, ich hab noch Lizard, ich hab noch alles hier. Zack. Huch. Lecker, lecker, lecker. Zack. Mmh. Oh, so. Schatz, ich hab hier noch was zu essen auf dem Grill, wenn du magst. Ich bin schon zu weit weg. Kommt eh wieder angerannt, wenn sie auf Feinde stößt. Kaum sagst du das Wort Feinde, sehe ich ein. Eingebrochene besser? Das ist auch nicht viel. So, ein bisschen was weggeknuspert. Rüstung sieht auch wieder gut aus. Oder wie wir ja mittlerweile schon vermuten, Genexperimente. Ja.
unten ist ja eine Höhle im Arschloch der Welt. Dort waren wir ja. Und am Ende dieser Höhle gibt es eine sehr vielversprechende Tür. Und die sieht sehr technologisch aus. Also mit so einem Nummernpad nebenan. Richtig. Von daher könnte man jetzt auch diverse Spekulationen anstellen. Der Corpus Mortui hat schon vermutet, dass eventuell Elektrizität bald hier auch eine Rolle spielt. Ja, sonst kannst du ja kein Numpad bedienen ohne Strom. Macht ja keinen Sinn. Ja, heißt ja nicht gleich, dass wir auch mit Strom arbeiten können, sprich craften und so weiter. Das meine ich ja auch nicht. Aber halt, dass es Strom gibt unter Tage irgendwo. Könnte passieren. Das war dann auf so ein Genlabor stoßen. Da ist Timmy. Eine andere Vermutung aus der Community war, dass das der Pornokeller ist. Von den Ureinwohnern. Gut geschützt. Ja. Kann auch zutreffen. Wir wissen es nicht. Aber wir werden es herausfinden. Sobald da, ja, sobald das Areal auch endlich freigegeben ist. Wir müssen gar nichts. Aber wir tun es gerne. Nein, also ich muss es schon machen, weil es mich selbst interessiert. Ganz unabhängig von der Community. Ja, jetzt bin ich auch neugierig. Also es war so gemein, wir sind da die ganze Höhle durch, kommen da an, geht nicht weiter. Boah. Quasi an der spannendsten Stelle. Nee, hier kommst du nicht rein. Richtig schön Cliffhanger. Willst du kuscheln oder was? Nee, ich habe geguckt, ob hier Fische drin sind. Fischi, Fischi. Nee, hätte ich die mitgenommen. Warum bin ich mal nicht in der Nähe, dass ich vor den Nächsten zum Kuscheln hier ein Füßchen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. 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 Der Superman ist hier. Nein, Mysterio fehlt ja, nein. Komisch. So. Ich höre wieder Geräusche. Im Chat ist gerade bei mir nichts los, Zuschauer habe ich auch keine, läuft wieder rund heute. Ja, läuft. Ich weiß gar nicht, ob mir welche noch zugucken. Zack. Im Handstand-Zuschauer wird mir nicht angezeigt, oder ist wieder weg. Miau. Zack. Einfach runterspringen hier. Nein. Könnte echt wehtun. Nein, das traue ich mich nicht. Sussi. Ja. Welches Huhn? Ich häng schon an meinem Leben. Ach, du bist das, der hier so komisch rumquakt. Wer, ich? Ja. Ich hab ein Wildschwein getötet. Einfach so? Einfach so. Im Vorbeigehen. Einmal draufgelatzt und weg. Bist du noch mehr wie Obelix, oder was? Offensichtlich. Das Wildschwein ist nur für den hohlen Zahn. Ja, die Hasen sind ja jetzt auch weiß hier im Schneegebiet. Das ist auch neu. Die waren vorher weiße nicht Hasen. Weiß. Ja, weiße Hasen. Nein, hab ich schon. Ich hör wieder Geschrei. Wahrscheinlich ich. Echo, Echo, Echo. Die antworten sogar schön. Herrlich. Wer antwortet? Du. Worauf? Hier, siehste, hat doch geklappt. Okay. Jetzt haben wir schon komplett verwirrt. Alter. Ich glaube, es wird Nacht. Syntax-Error. Ein Stein. Komm, wir vermöbeln den Felsen hier. Das schaffst du auch ganz gut allein. Meinst du? Ich guck mal lieber nach ein bisschen Alk. Ja, ja. Ein bisschen Alk hier. Erstmal wieder bei den Kopauen. Früher war richtig viel Alk am Strand. Mittlerweile findest du total selten noch was. Mittlerweile findest du es mehr in den Höhlen. Oder an Camplagern. Ja. Oder in deinem Arsch. Oder in Ureinwohnerdörfern. Ja, das brauchst du doch keinem verraten. Ja, der schon, der desinfiziert sich von innen heraus. Der Scheiß, keine Scheiße, sondern Alkohol. Da steckt das Geld drin. So.
Stolper hier wieder nichts sehen durch den Wald. Da hast du das. Ich habe ja keine Ausdauer mehr. Ich bin gerade übrigens so ein bisschen so halb auf dem Weg nach Hause. Ah, hier können wir schlafen. Da wo ich bin. Hier ist ein Zelt. Schön. Hi, 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 hi. Oh, brüll doch nicht so rum. Doch, drei Stück auf einmal direkt neben mir. Ich geh mal weiter. Der rennt dir hinterher. Wie sie dir hinterher gerannt sind. Ich bin in der Höhle angekommen. Ich hab eine Höhle gefunden. Das sind hier irgendwie größer geworden oder kommt mir das nur so vor? Ja, ich wollte ja auch gerade fragen. Irgendwie ist der riesig. Also waren die wieder in ihrer Porno-Ecke. Da werden sie größer in der Porno-Ecke? Ja. Wie ist der denn jetzt umgefallen? Wie ein Baumstamm, plück. Waren sie das? Drei Stück. Einer liegt im Wasser, ist ziemlich tot. Zwei am Land. Ja, ah, sollten sein. Im Wasser, sagt er. Hm? Was? Weil wegen Verbrennen und Knochen mitnehmen. Ich will da schon. Ich möchte da schon so ein bisschen hinterher sein. Was? Ja, ich bin schon unter Wasser. Ich gucke gerade, ob ich hier was sehe. Schatz, ich möchte da ein bisschen hinterher sein, die Knochen mitzunehmen, damit ich immer für Knochenrüstung was dabei habe. Was? Hast mich schon verstanden. Was? Ich finde den Unterwasser nicht. Achtung, Ohren, ich muss, glaube ich, jetzt gleich mal Mikro muten. Muss niesen. Mann. So, da bin ich wieder. Ich habe ihn übrigens gefunden. Das ist schön. Boah, da ist mir fast das Gehirn rausgeflogen beim Niesen, du alter Schwede. Da war Druck hinter. Kennst du das, wenn du so heftig niesen musst, dass du dir fast schon in die Hose scheißt? Das ist so gut. Boah. Hust, hust. Aber der war befreiend. Ich habe schon mal so fett genossen, dass mir Adern im Auge geplatzt sind. Sieht auch spannend aus, so als Rotauge. Mein ganzes Auge war, meine ganzen Augen waren rot. Stell ich mir trotzdem interessant vor. Wo habe ich meine verdammten Knochen? Da. 15 habe ich dabei. Wie mache ich da so eine Rüstung? Sag ich nicht. Knochen und Stoff. Und Stoff? Ich glaube, ja. 5 oder 6 Knochen und 3 Stoff. Ja, das könnte hinhauen. Ich danke. Remove? Ja. Oh, ich sehe. Oh. Hier ist ein Boot von uns. Ja, wahrscheinlich das von gestern. Nein. Nee, wir hatten ja auch schon ein Boot hier stehen lassen. Diverse, ja. Weil wir damit ja nur gekentert sind. Diverse U-Boote. Soll ich euch aufsammeln? Wenn du Bock hast? Ich schwimme schon zu euch. Ich glaube, wir brauchen uns gleich auch nicht mehr schlafen legen. Gleich ist schon wieder Tag. Könnte passieren. Warte, wer zählt denn von mir weg? Ist schon noch ein Stückchen. Ist hier nichts. Ja, ja. Latsch, latsch. Kann einer von uns singen? Ich nicht. Kann grölen. Ich, nein, danke. Ich kann wirklich nicht singen, überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ich hab keine Ahnung, wo ich hinsegel. Das ist gut. Ja, die ungefähre Richtung stimmt, glaube ich. Könnten wir ein bisschen entgegenkommen. Mach mal. Tun wir doch schon. Sehe ich nicht. Wir laufen ja auch direkt am Strand entlang. Ihre Namen bewegen sich nicht. Doch, doch. Nein. Wir sind jetzt bei den Containern am Strand. Die Kisten fliegen wieder wie wild durch die Luft. Die erschrecken sich vor euch. Würde ich mich auch. Morgens, wenn ich aufstehe, ich gucke im Spiegel. So, wer ist das denn? Hilfe. Kenn ich nicht. Ist eingebrochen worden. Hast du Hunger?
Ja. Nee, geht grad. Gut. Aber ich habe auch noch was dabei, glaube ich. Ich habe noch genug dabei. Ja, ich habe auch noch Generic Beat dabei. Ist nur noch minder haltbar. Da müssen wir gleich aufhängen. Ach, da hau ich mir jetzt den Kopf. Geh ich da schon auf den Grill? Ich glaube, der ist ein Lizard. Da habe ich auch schon direkt weggeknuspert. So. Ich sehe mein Fleisch hier drauf nicht. Doch, da ist es. Lecker, lecker Fleisch. Circuit Board, Alkohol, Wristwatch, Münzen. Circuit Board, Wristwatch, Münzen, Alkohol. So. Da kommt das Boot. Das Boot kommt. Das Boot kommt näher. Ich sehe euch nicht, wo seid ihr? An Land. Oh, Alkohol. Oh, ich war. Was bist du? Ach, Geld und Snickers und ein Getränk. Und ein Laptop. Den ich nicht treffe. Ach, jetzt. Ist runter an Bord. Da bist du. Ja, Boss. Nee. Ich bin kein Mann. Komm, ich hab dir sogar Platz gemacht schon. Funktioniert ja super. Einer von uns ist zu schwer. So. Ah, was ein Service. Die haben sogar beide das Feuerzeug an. Wir spielen Leuchte. Da waren alle drei an. Ey, yo. Ehrlich. Das läuft auf der Stelle irgendwie. Du hast. Bring mal hoch schon. Ah, herrlich. Nö, nö. Ich darf nicht direkt mit dem Kumpel stehen, sonst sehe ich nicht, weil ich vom Ufer weg bin. Was? Steht immer im Blick. Was? 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 Ich kann nicht gleich raumtappen. Oh, ich habe zwei Zuschauer. Hallo, zwei Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Oh, nicht machen. Erst wenn sie das erste Mal schreiben. Ja, ich bin aber freundlich. Ich möchte grüßen. Ich hab Angst. Ein Scheu-Wesen. Genau, ganz, ganz scheu. Wo fahren wir denn jetzt hin? Ach so, da ist eine Landzunge. Ah, was ein Service hier. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Hey, Kirby-Camper. Huch. Ich stehe im Wasser. Komm nicht mehr drauf. Ach, dann gehe ich halt so. Es kommt doch drauf. Ja, du bist, wir kamen nicht mehr drauf, weil das Wasser zu tief ist. Du wurdest zurückverdrängt von uns. Du bist echt nochmal an Land schippern. Ja, dann fahr ich wenigstens mit. Wenn schon ich will, dann soll er doch laufen. Oh, verdammt. Hier. Was? Wo? Da ist ein Stein. Wir fahren einfach über Land. Ich glaube, wir haben einen Hovercraft. Was? Ey. Wiedersehen, war schön. Weißt du, ich schieb die da raus und die hauen ab. Du musst laufen. Lauf. Lauf, du Sau. Lauf. Du musst mich koordinieren. Ich hab selbst keine Ahnung, wo es lang geht. Das ist gut. Ist schon. Jetzt hast du noch die Chance. Komm, guck mal hier. Komm. Nein. Jetzt will ich nicht mehr. Ein paar Updates kann man auf dem Boot fahren. Ja. Fetch, 2-3 Fetch. Wurdest du gefragt, oder wie? Ja, von Kirbykin. Ist schon eine Weile her, als das Boot implementiert wurde. Ich bin schon ein halbes Jahr her. Schon eine ganze Weile möglich. In Singleplayer kannst du sogar mit einem Hausboot rumgurken. Nein, nicht rumgurken, ich weiß gar nicht. Also man kann ein Hausboot bauen, sagen wir es mal so. Mein letzter Stand war, der ist aber auch schon ein paar Monate alt, der Stand, dass das Hausboot noch unterging im Wasser. Gutes Boot, ein U-Boot. Ja, ja, ja. Das ist halt eine Unterwasserhöhlung. Ja, da an Land, da stehen sie. Wir sind wieder am Schorn her. Den sieht man auch gut, den Taschenlampentyp. Ich stehe im Wasser.
Soll ich wieder an Land fahren? Jo. Jo. Oh, eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Yeah. Weiter kenne ich das Lied auch nicht. Ach, obwohl, du kannst direkt durchfahren, wir sind doch schon zu Hause. Echt? Ja, hier liegt der Anker, doch, der Anker liegt hier, da musst du jetzt nur hier um die, um den Felsen rum, dann sind wir doch schon da. Das mit dem Wasser ist immer noch Barry. Ja, das stimmt. Ja, ich habe ein Deutsch heute. Ein Deutsch, nicht zwei Deutsch? Eine Tüte Deutsch hat mich auch geholfen, nur eine Geld. Und ich habe die Zuschauer wieder verscheucht. Hab's dir gesagt. Ja, ich wollte ja nicht hören. Ich will ja wie. Ich müsste zwei Zuschauer haben, wo der eine mir nicht angezeigt wird. Ja, Twitch macht auch schon. Ja, Twitch macht auch schon mal gerne, was es will. Ich hab schon öfters gestreamt, Kirby, aber ich hatte halt durch privaten Stress ein bisschen unten Umzug nicht so oft gestreamt, aber seit vorgestern bin ich wieder am Start. Da latsch mal einfach über den Strand und da ist unser schönes Haus. Ich seh's nicht. Ich schon. Und wie ich gesagt habe, es ist Tag, wenn wir ankommen. Genau, Stranded Depp. Ist ein Hammer-Spiel, Stranded Depp. Richtig geil. Da warte ich noch sehnsüchtigst auf den Multiplayer. Da warte ich generell noch auf ein paar Updates, weil so. Es ist zwar. Nein, sagen wir mal so. Die Vorstellung dieses Spiels ist natürlich wundervoll, ne? Welche Möglichkeiten es bietet. Und wie spannend es noch sein kann. Aber so richtig viel machen kann man da eigentlich noch nicht. Ne, bisher noch nicht. Das Main-Ziel ist ja auch noch nicht da, ne? Hier unser Zuhause. Ah, heimlich mal was getrunken. Erstmal hinsetzen hier, erstmal. So völlig offensichtlich für jeden in der Cam. Ja, ich brenne. Für jeden in der Cam sichtbar, erstmal heimlich, weißt du? Alter. Ja, wir haben sehr viel gebaut. Ach, geht. Unsere noch kleine Wasserbase. Geht. Wir haben ja schon überall Basen errichtet. Ja, wobei das hier ist schon unsere größte. Ja, das stimmt. Wir haben noch eine größere gebaut gehabt. Haben wir? Ja. Da war aber jemand anders, du warst. Ja, das waren ja dann nicht wir. Nicht direkt. So, schön. Schön. Ich spring mal wieder, ich mach mal einen Körper ins Wasser hier wieder. Okay. Der Kirby meint, dass er gehört hat, dass Stranded Deep zu zweit geht. Nein, geht noch nicht. Was ist? Ist aber geplant, ist halt eine Alpha. Also mein letzter Stand, und ich habe erst vor einer Woche oder so geguckt, war auch, dass noch kein Multiplayer implementiert wurde. Und dass das da noch nicht Patch möglich ist. Noch nicht. Aber müsste jetzt bald auch wieder, die updaten ja glaube ich auch im 14-Tag-Takt. Ich geh mal auf den Ausguck, wo ich nicht drauf darf. Du darfst drauf. Achso, schon nicht? Nein. Sollen wir einfach hier mal wieder in die Höhle gucken, ob sich da auch was getan hat? Ich glaube, in den Höhlen tut sich erstmal nicht mehr so viel. Die wollen glaube ich erstmal da am Arschloch der Welt weiter basteln. Erstmal weiter rumdoktern. Macht auch am meisten Sinn. Ich will jetzt auch endlich wissen, was da ist, aber ich habe da auch so das Gefühl, da wird jetzt auch für meist nichts mehr kommen. Ja, das wäre ja gemein. Aber so hält sie Spiele auf lange Sicht auch am Ball. Ja. Ich guck doch sowieso immer mal wieder ins Spiel rein. Ja, gut. Spatzerwand! Ich darf natürlich nicht immer alles nur auf mich beziehen. Naja gut, aber ich glaube, die werden auch nicht mehr so großartig Geld jetzt mit Verkäufen verdienen. Die meisten haben das Spiel schon und warten jetzt nur noch, dass irgendwas Neues kommt. Voll die Riesenbilder haben wir gebaut. Hier ist die Hundehütte von Corpus. Ja. Ah, oh. Da ist einer hingeflogen. Den hin nehme ich auch noch mit. Beim Fällen, ne? Noch nicht schon wieder mit Bomben. Nee, Dynamit. Auch nicht. Bomben? Dynamit?
Und fliegt ja alles wieder kreuz und quer und einige Loks liegen dann irgendwo rum, werden vergessen und dann haben wir hier wieder Probleme, weil nichts mehr aus den Bäumen rauskommt. Aber ich nur noch für 17 Tage. Aber es macht am meisten Spaß. Mir nicht. Du weißt ja gar nicht, was Spaß macht. Das jedenfalls nicht. Ups. Zack. Oh, jetzt brenne ich schon wieder. Aber wir waren nicht schuld. Nein, aber es wird gelacht. Natürlich. Lachen doch nicht. Heimliches Kichern. Aus. Kichern ist auch Lachen. Ich lache nicht. Ich habe noch nie gelacht. Ja, Lachen macht auch Falten. No. Oh. Wer dafür das Holz bauen? Die Frau. Du kannst doch auch hier einsammeln, dann gehe ich bauen. Hüpf. Mir ist das wurscht. Genau, ich finde es nur gut, wenn sich an der Basis ein bisschen was tut, damit die noch imposanter wird. Du hast imposant gesagt. Wer hat das meiste Holz für uns verbaut? Ich. Ihr fällt, ich verbau. Das ist ja dann jetzt deine eigene Entscheidung. Ich habe ja gesagt, du kannst ja gerne, wenn du möchtest, auch hier Bäume zusammensammeln. Mir ist das Wurst. Dann meckerst du zu wieder. Warum sollte ich meckern? Weil ich so schnell bin. War immer so. Ich fälle Bäume hier, sammle die ein und bring die vorbei. Und wenn du diese Aufgabe übernehmen möchtest, kannst du das gerne machen. Nein. Wer hat hier eigentlich den Luxlet so? Oh, ey, ich stehe vor dir. Wieso haben wir hier überhaupt so viele Luxlets gerade? Weil du so viele gebaut hast. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich habe 3 Stück gebaut. Einen haben wir versenkt und einer ist hier hängen geblieben. Jetzt stehen einer, da trotzdem noch 4 Stück rum. Das heißt, irgendeiner von euch muss noch einen gebaut haben. Ich habe keinen gebaut. Ich auch eigentlich nicht. Baue nicht. Ich bastel dann nur habt zusammen. Dann hat vielleicht einer von euch den irgendwo von irgendwoher mitgebracht. Von einer anderen Basis oder so. Ja doch, hatten wir im vorletzten Stream gemacht schon. Wir beide. Echt? Weil wir dann auch wieder groß die Karte erkundet haben und sind dann zu den alten Basen gegangen und da standen auch noch Loxlets rum und die haben wir gleich mitgenommen. Weiß ich gar nicht mehr. Kannst du in deinen Videos nachgucken? könnte ich. Wir haben schwarz auf online. Was? Richtig. Rückwärts hochspringen hier, meine Güte. Kommt der hierbei? Ich versuche mir das gerade irgendwie bildlich vorzustellen, schwarz auf online. Aber es funktioniert einfach nicht. Keine Fantasie mehr. Keine Fantasie. Die Jugend von heute. Jugend? Ich bin älter als du. Das ist schon ein vergessen, Kobus, das ist ein Stream-Opa. Ja, ich weiß. Ich bin Stream-Küken. Genau. Und was bin ich? Einfach nur Scheiße. Du bist der Jugendliche, du bist der Teenie. Du bist der seltsame Onkel, den alle versuchen zu meiden. Aber er Onkel Cowboy! Aber jede Familie hat einen seltsamen Onkel. Ja. Wohl wahr. Ich hab seltsame Tanten. Er ist fast dasselbe. Nur anders. Was steht denn hier noch rum? Hä? Was ist das denn für komisch? Luxlet! Yay! Was ist das denn hier? Hä? Das war hier voll komisch, neblig gerade. Warte mal, guck. Geister. Wollte auch gerade sagen. Voll komisch. Das ist ein Geist. Keine Ahnung, irgendwelche Texturprobleme oder so. Das ist ein Geist. Ist ja bugfrei, das Spiel. Bräuchte einmal hier Dynamit, ich hab kein Holz mehr hier auf dem Boden. Ja, mein Erd. Schon Facebook so lange, ist den Katzenbuck. Catbook. In meiner Beschreibung habe ich anstatt Facebook Fratzenbuch geschrieben. Weil? Weil ich das lustiger fand. Okay. Buch. Ist ja auch langweilig, mal das gleiche zu schreiben. Ja.
Richtig. Viele Leute sagen ja auch McDonald's oder McDreck. Doof. Oder McDoof. Ja, McDonald's. Ich bin oder doof. Ich bin doof. Ich bin so mehr der Meckes-Typ, weißt du? Der was? Der Meckes-Typ. Ja, oder auch Meckes. Auch das. Wer hat denn hier so toll geparkt? Das war bestimmt wieder ich. Du parkst immer scheiße. Du bist auch scheiße. Das war jetzt böse. Gestern habe ich auch auf das gesagt, du hast... Weil ich es auch da schon böse fand. Fratzenbuch, ja, klingt auch gut. So, wir brauchen mehr Logsleds. Ich arbeite so schnell ich kann. Mal eben parken hier. Jetzt stehen schon 4 Karren hier. Da vorne steht einer, kannst du losgehen mit. Ich baue jetzt auch noch ein bisschen hier. Wo ist da vorne? Definiere da vorne. Da vorne, wo ich hingeguckt und hingezeigt habe. Von dir jetzt rechts. Du siehst doch die Flaggen. Da muss eine Flagge ganz in deiner Nähe sein. Flagge? Hallo? Mit dem Kirby, Kenny, McCormick und South Park. Wo denn? Folge deinem Fisch. Kann meinem Fisch nicht folgen, meine Fische sind tot. Deinem Äußeren, nicht im Inneren. Ja gut, ich hätte eh nur einen inneren Schweinehund. Ein Schweinebärmann? Er ist kein... Ach da! Er hat seine Brille wieder gefunden. Stand im Schatten, konnte ihn nicht sehen. Mhm. Aha! Ja. Na nü. So. Zack. Holz, ich brauch Holz. Ich muss mal kurz anders hinsetzen. Ach. Was? Ja, ich bin der Arsch. Bein tut weh. Ne? Nicht der Arsch. Mein Beinchen. Beinchen? Das Kinderbeinchen, die du hast. Nein, eigentlich sind die ziemlich muskulös. Haben ja auch viel Gewicht zu tragen. Der ist doch so. Nein. Bobbelt! So. Privat bist du total schlank. Siehst du echt nur so an. Ist nur die Kamera, die macht mich dick. Eigentlich wiege ich 50 Kilo. So. Bei 81. Oh, so. Ja, komm, stolper doch mal hier über die Steine, mal eben, danke. Boah, mein Charakter hier ist ein absoluter Bewegungslegastheniker. Das sind die alle hier. Ja, einmal hinfallen und jetzt können wir fällen. Ich wette, das sind irgendwelche Idioten, die nur auf so einem Drogentrip sind. Sich das alles einbilden. Boah, das wäre aber auch ein Plot. Mit dem würde ich nicht rechnen, bin ich ehrlich. Ja doch, jetzt schon. Hey, rechne ich trotzdem nicht mit. Ich wäre auch ein bisschen enttäuscht. Ich fände es lustig. Köpfe, mit der letzten Nachricht machst du mir Angst. Welche Nachricht? Ui. Guck doch mal in den Chat rein. Bei dir? Ja. Ja, kann ich jetzt nicht. Wenn du mir zuschauen würdest, dann wüsstest du, was er sie geschrieben hat. Also du möchtest, dass hier steht Host not responding und du kannst wieder nichts machen. Weil anders kann ich nicht nachschauen. Babababa. Weiß mal so, der geht nicht. Alter, ich hab eine Ausdauer wie... Ist heftig, ne? Ist heftig, ne? Einmal hier hingerannt, Loks reingebrettert, auf dem halben Weg zurück hast du schon wieder überhaupt keine Ausdauer. Ne. Und nie hinter. Oh, ein bisschen eher, gut. Gut zu wissen. Ich habe einen männlichen Zuschauer. Lachen gibt's. Unglaublich. Aua. Kaum zu fassen. Aber wahr. So, ich mach mal ein kurzes Sitzpäuschen hier, um meine Ausdauer wieder aufzufüllen.
Ja, ist klar. Erlaube ich dir das? Ja. Chefin hat gesprochen. Ist deine Ehefrau dich erst wieder hauen, damit du deinen Frauenarsch bewegst? Nein. War ich nicht gerade noch ein Logsled? Wo ist denn der hin? Den hab ich. Nee, nachdem du weg warst, lag hier, glaube ich, echt. Optische Täuschung. Mit meinen Augen halt. Vater, eine Fata Morgana. Machst du nix. Er braucht wieder seine Tabletten. Tabletten. Komm her, mein Schlitten. Hab ich nicht einen schicken Schlitten? Nein, doch, vielleicht, nein. Siehst du, doch, also ist bezaubernd. Meine Karre hier. Ich sitzen. Ich muss. Ich brauche Ausdauer. Geh doch. Ach so. Sei denn, du willst, dass ich über die Baustelle hier schleife. Ja, das stimmt wirklich. Was denn? Auf den Brustwarzen zur Arbeit. Kirby geschrieben, das mit dem Hinsetzen ist unlogisch. Man sprintet mit letzter Kraft dahin, setzt sich für 10 Sekunden hin und kann wieder bis nach Amerika schwimmen. Läuft. Kann ich auch in echt. Das will ich sehen. Ah, ich wohne nicht nah genug am Wasser, das kann ich schlecht demonstrieren. Natürlich ist der Rest der wieder runtergefallen, die Scheiße hier. Aua. Schubst mich doch nicht immer. Ist keine Absicht. Ist klar. Sagen sie alle. Ich versuche nur möglichst zügig über die Planken hier zu rennen. Okay, jetzt habe ich einmal Kirby. Yay. Ich darf nur Kirby sagen. Kirby. Yoshi! Luigi! Jetzt schubt sie mich. It's me, Mario! Komm doch mal jetzt hier! Oh. Ah, ich hab einen fetten Arsch. Beweisen! Ja, komm doch her! Beweisen! Ja, komm, komm, ich komm zu dir sogar. Nein, nein, in echt. Bald, ja. Was? Dann wirst du meinen fetten Arsch sehen. Was? Haben wir uns, doch, haben wir uns doch zur Facecam entschieden? Nein. Nein? Oh. Wenn das so sein sollte und ich jemals eine Facecam benutze, dann wird sie auch gesponsert. Vorher nicht. Von wem? Von deinem Arsch? Ja, von den Zuschauern, die unbedingt mich dann sehen wollen. Das Grauen direkt live verfolgen wollen. Das ist schon mal nicht rau, wenn man dich nur hört. Siehste? Da soll es auch noch Leute für geben, die das dann noch sehen wollen. Ich bin so hässlich, dass meine Kamera mal Platz, wenn ich die anschalte. Ärgerlich. Ja. Es ist ein Wunder, jetzt, dass mein Freund überhaupt nicht mehr aushält, meine Hässlichkeit. Ich sag jetzt nichts dazu. Hui, hui, hui. Oh, komm, den fang ich. Nein, Hilfe. Doch, ich möchte etwas dazu sagen. Also, ob es aufs Aussehen ankäme. Nein, Hilfe, nein, Hilfe, nein. Warte. Nein. Ich sagte, warte. Warte? Ja, warte auch. Warte! Warte, Alter! Sind die Loks weg? Egal. Oh, einen ganzen Wald da hinten. Oh! Ich glaube, ich will mich wahrscheinlich hosten. Yeah. Cool! Vielen Dank dafür! Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich hab gerade Loksleds durch die Gegend geschossen. Hört mal, ihr seid so langsam, ich pack hier mal an, ne? Ja, schrecklich. Weißt du, da holst du dir in der Zeit, wo sie hier zwei Holzstämme anbringen, schon den halben Wald ab? Ne, die kommen einfach nicht nach. Ich bin da ja hinten raus, ich muss natürlich auf meine Nägel achten. Ja, die Regel ist arbeiten. Kirby, danke. Der rostet mich jetzt wirklich. Cool. Egal.
Danke, Kirby. Ja. Also, da muss er sich doch auch so scheitern. Jetzt musste ich Luft holen. Das ist so schlimm. Ich höre ihn auf meinem linken Ohr und habe doch noch mal rechten Ohr live. Das ist schlimm. Wie war das? Echo, Echo, Echo. Echo. Soll ich mal Echo machen? Du hast ja auch noch ein Dreifach-Echo dann. Ja, mach mal. Würde mich interessieren. Echo, Echo, Echo. Schatz, mach mal. Jetzt auch wieder schämen, ne? Nee, nee, nee. Wenn ich jetzt ein Echo mache, dann muss ich laut werden und dann muss ich jetzt mal Mikro verbiegen und nein. Also schade. Mal. So. Da hinten wird's langsam. Könnte ich was fast. Was wird's denn? Ja, Festungen und so. Ach so, ich setz mich mal. Erstmal hinsetzen. Erstmal eine Pause. Oh. Alter. Die Ausdauer ist so mega scheiße. So eines meiner größten Hobbys. Sitzen. Ich mag sitzen. Ich finde, man sollte so Bauzonen einrichten können. Und in diesen Bauzonen soll man unendlich Ausdauer haben können. Super. Oder so in der Nähe von einer Baustelle einfach. Dass man automatisch... Verdammt! Ey, du nicht rein. Mist. Die soll schon die Energie dabei runtergehen, alleine durch den Aspekt, es macht das Spiel spannender, wenn dir dann auch noch ausgerechnet angegriffen wirst. Der Kirby sagt gerade, dass er nichts hört und auch einen Flexscreen hat. Bei wem? Bei mir. Ja, das ist doof. Dann solltest du OBS nochmal checken. Ja, bei mir läuft das aber alles. Du musst in deinen eigenen Stream einmal reingucken. Dreht wieder. Yay! Hey! Stolper, 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 Stolper! Alter, leg das erstmal. Da. Ey! Wo ist denn der Schorn hin? Der ist wieder so ruhig. Der baut wieder Scheiße. Nein, ich versuche hier irgendwie. Der baut immer Scheiße. Die Treppen hier fertig zu kriegen. Die ins Wasser reinführen, ist immer ein bisschen tricky, da überhaupt die Baumstämme reinzukriegen. Da muss ich an einer ganz speziellen Stelle immer die Baumstämme reinlatzen. Ah. Und da bin ich dann immer ein klein wenig konzentriert und überlege, wie ich das mache oder wie genau die Ecke nochmal war. Also ich kenne das nur so eigentlich. Also wenn der Sean leise wird, oder zumindest war es damals so, dann hat er überlegt, welchen Cocktail er nimmt. Ne? Cocktail, Bro. Alter, das habe ich schon völlig verdrängt. Schön auf dem dicken, fetten Sofa versacken da in der Disco. Ja. Ah, das war eine herrliche Zeit. Die Cocktails, die Schwanzschwänze. Genau. Alter. Daran ist die korrekte Übersetzung. Aber wir waren hinterher auch so beliebt an den Theken, dass wir eigentlich nur Alkohol gekriegt haben mit ein bisschen Saft, mehr nicht. Das stimmt. Das Einzige, was ich in der Disco gemacht habe, ist von der Bühne fallen. Eine Kniescheibe prellen. Das tut auch weh. Nee, das haben wir nicht gemacht. Also wir waren auch die Leute... Wir waren auch mehr so die Background-Hänger. Wir haben nicht getanzt. Nö. Jetzt mit meinen Knien ist eine lustige Geschichte eigentlich. Dann hau rein, dann erzähl. Ich war mit einer Freundin feiern. Und da waren irgendwie so Austauschschüler von irgendwas, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollten die, dass ich mit denen auf der Bühne tanze. Okay. So. Lief alles glatt. Wir waren der Highlight in dem Raum. Eine Freundin geht ein Trinken. Getrinken holen. Was passiert? Mein Tanzpartner macht einen Schritt. Ich kriege die Bühne nicht und zieht mich voll mit. Bin auf die rechte Seite gefallen, aber die linke Kniescheibe stark geprellt. Läuft! Da ich fast einen Monat mit Krücken gelaufen bin. Das tut doch weh, warum machst du das? Das hat sich wenigstens gelohnt. Ja, ich habe bis heute noch Schmerzen, Schatz. Ja, warum machst du das? Es ist Nacht, kurzer Zwischenruf. Alle bei dem Bett, in der Koje! Ich bin aber noch nicht müde. Es ist egal. Ich bin in meiner Hundehütte.
Ja, ich bin auf dem Weg. Meine Hundehütte. Ich will jetzt einfach nur schnell ins Bett hier. Dido, könntest du bitte gehen? Moin Haus, moin Stutter, so mein Block lang. Keine Ahnung, ist das überhaupt in dem? Ich kenne mich mit deutschem Hip-Hop also überhaupt nicht aus. Ich kenne mich allgemein mit Hip-Hop nicht aus. Ja, mit amerikanischen auch nicht mehr eigentlich mittlerweile, weil ich höre das auch schon seit über 10 Jahren nicht mehr. Du hast mal Hip-Hop gehört? Ja, amerikanischen. What? Gangster-Hip-Hop. Also fahre ich erst jetzt? Nein, das habe ich dir schon erzählt. Nein. Doch. Ich habe dir zumindest erzählt, dass ich Eminem damals hörte. Nein. Doch, da habe ich dir sogar noch ein Lied, mein Lieblingslied von ihm angemacht. Stimmt. Siebchen und so. Au, 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 ah. Nein! Doch. Ja, das ist mir heute auch schon zweimal passiert. Man kann doch nicht hier auf dem Steg laufen, wie ich gerade merke. Nein. Was hab ich denn gemacht? Du hast mich runtergeschubst. Ich hab dich nicht mal gesehen. Ich hab gerade übrigens zwei Holzloks hier versenkt. Ja, wir haben heute auch schon jeweils vier, glaube ich, versenkt. Ach. Nicht runterschubsen. Ärgerlich. Ja, ist es wie es ist. Wir haben da hinten noch einen ganzen Wald stehen, also. Ist kein Problem. Der kommt ja auch immer wieder. Eben. Alle paar Updates kommt das ja wieder, von daher. Jungs! Ja. Hier, der Kirby sagt gerade, es gibt einmal diese sanften Lieder aus Amerika und die Mofo-Rap-Lieder. Was für eine Milf? Mofo. Was für ein Mofa? Wir sind nicht mehr in dem Alter. Ja, Kirby, mir gab es kurz ein Echo, weil der Handsome Sean direkt neben mir sitzt. Und wenn ich lauter werde, tue ich sein Mikro mit aktivieren. Gar nicht. Aber dafür kann ich schreien, wie ich will. Na gut, ein bisschen. Ihr könnt auch ein Mikro benutzen. Nein. Nein. Betten? Nein. Du musst es in seine Arschbacke hängen. Irgendwie brennt sich das Bild gerade bei mir fest. Die Sache ist ja, wir können nicht beide dieses Headset tragen. Richtig, aber jeder kann ein Headset tragen und ein Mikro kann trotzdem benutzt werden. Weil Das Headset hat zwei Ausgänge, beziehungsweise Eingänge. Zu kompliziert. Funktioniert alles. Sollte es auf Dauer zu störend sein für die Zuschauer, dann dürfen sie sich auch gerne beschweren und wir werden dann eine andere Lösung finden. Einer streamt im Keller, einer auf dem Dachboden. So. Hey! Nein, ich bin schon wieder. Der schubst mich mal immer wieder runter. Ich bin halt ein richtiges Massiv, bin ich. Du bist voll die Kartoffel. Nee, ah. Röst nicht, du rollst, Korpus. Du rollst durch dein Leben. Auf Türkisch wird das übrigens heißen Şişkobaktereş, dicke Kartoffel. Unnützes Wissen. Ich weiß nur, was Schnurrbart auf Türkisch heißt. Bündüşü. Was? Bündüşü. So, kurz gekratzt. Kirby ruft jetzt die Polizei wegen Hörschaden. Ja, ist gut. Dann versteht er die aber nicht. Weiß auch nicht, ob einer dran geht mit einem Schaden. Meine Polizei, was ist ihr Problem? Was? Wo ist das Gewitter? Wo ist das Gewitter? Gewitter? Was? Was? Kennt keiner das Video, ne? Nein. So, wir brauchen noch zwei Loks. Ich kennt. Diesel. Ich bin nicht so viel. Ich bin nicht so viel auf YouTube unterwegs, muss ich ja ehrlich sagen. Ich kenne diese ganzen Videos nicht. Die ich momentan so kennenlerne, lerne ich auch durch meine Freundin kennen. Ich habe gefühlt halb YouTube durchgeguckt. Yay, wir können Inseln besuchen. Yay, das kann ich nicht töten. Wir brauchen hier eine Treppe. Eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Ich wollte erstmal den Steg fertig haben. Und hier ist nix. Immer noch nicht.
Auf der kleinen Insel, ja. Ich denke auch, die meisten kleinen Inseln werden leer bleiben. Ah, ich muss rauchen. Aber da können wir ja dann auch nochmal was bauen. Ja, noch eine Festung. Kann es sein, dass mein Charakter irgendwie nicht sichtbares Fett hat? Ich hab kaum Ausdauer. Ja, 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 ja. Ich schwimme und schwimme. Schön. Mal eben schnell kratzen. Als ob ich heute noch nicht genug am Wasser saß, ne? Ui! Ja, das ist wirklich unmöglich. Doch, eigentlich ist das möglich. Was ist möglich? Minecraft durchzuspielen. Ja, ist möglich, theoretisch, ja. Nachdem du ja den Enderdrachen besiegt hast, kommt ja eine super epische Frequenz. Und da ist dann eigentlich... Alter! Was macht ihr da? Wie geil! Das sah so geil aus. Alter. Ich hab's nur im Augenwinkel so gesehen. Ah, herrlich. Jetzt haben wir jetzt erstmal hier die ersten Bauprojekte wieder abgeschlossen. Was haltet ihr von Höhlen erforschen? Nö. Nein. Ins Arschloch der Welt wieder. Ja, schon eher. Wir können ja ganz demokratisch abstimmen. Was sagt denn der Zuschauer? Oder die Zuschauer? Ich hab's grad nicht im Blick. Ich hab grad, glaube ich, keinen. Ich hab zwei. Siehste, dann haben wir schon mal zwei Stimmen, die abstimmen könnten. Ach, Höhlen. Wir haben doch schon alle Höhlen fünfmal durchsucht. Ja, und? Brauch wieder Dynamit. Dann tu es doch, Kirby. Tu es einfach. Zack. Was? Der Baum will mich umbringen. Wenn nicht das erste Mal. Der hatte sich noch nicht entschieden, wo er hinfallen will. Ich stell mich so zur Seite, um auszuweichen. Und was ist? Er entscheidet sich für meine Richtung. Natürlich, das nennt sich Murphy's Law. Zack. Daher kommst du. Ist so schön, wenn man Peter Griffin nach dem Granary merkt. Ach, das war... Ach so. Da wurde es gesagt. Ja, jetzt, wo du es sagst. Hohohoho. Oh Mann, nicht. Danke, jetzt habe ich wieder einen Ohrwurm. Ja. Ich fand den Peanut Butter Jelly Time Ohrwurm besser. Peanut Butter Jelly Time, Peanut Butter Jelly Time. Peanut Butter Jelly, Peanut Butter Jelly. 1, 2, 3, 4. Der Kirby meint, Hans um Schor, der Baum mag dich. Was, der Baum mag mich? Ja, der wollte mich umarmen. Ganz doll. Ja. Bis er sich so liebt, dass er sich zerquetschen will. Erdrückende ja. Liebe nennt sich das. So. Ich habe einen Besuch. Was? Wolltest du mal gesagt haben, ne? Ich muss heute einfach mal eine Baurunde hier einlegen. Sorry, Leute, aber wir kommen hier so selten mal weiter in dieser Konstruktion. Unsere Festung im Wasser, die sieht so selten. Die sieht schon seit einiger Zeit einfach gleich aus. Da tut sich kaum noch was und ich möchte hier einfach mal ein bisschen weiterkommen. Wo ist denn jetzt mein Lock hin? In deinem Arsch. Alter, nein. Oh, nein, nicht gestimmt. Ich guck von hier zu, hier ist schön. Der Schorn brennt wieder alles ab. Ich will zugucken. Läuft doch wunderbar, läuft ja. Ich höre doch noch einen. So, muss ich kurz raustappen, bin wieder da. Gut. Weil ich werde ja im Moment nicht mehr gehostet. Ach, 2.0. Ja, genau.
Haare sie doch. Die weibliche Gollum. Ich brauche deine Knochen. Stirb. Nicht. Alter, ich treff die gar nicht. Guck mir jetzt mal das Boot von unten an. Ich bin nicht reingeholt. Was essen? Dankeschön. Jo. Nichts. Ich hatte mir mehr davon versprochen. Wovon? Von dem Boot von unten. Ich habe jetzt das erste Mal das Boot mir von unten angeguckt. Und? Ist daran so spannend? Weiß nicht, ich wollte es nur mal sehen. Der Stream ist 10 Sekunden verzögert, Kirby, weil ich ihn quasi 1:1 übertragen lasse. Kann sein, dass es immer zu oft puffert und hängt und laggt und ja. Wenn wir den Stream nicht verzögert ausstrahlen würden, dann würde es die ganze Zeit laden, sozusagen. Der Stream würde immer wieder laden. Und du würdest immer so eine Sekunde sehen. Und das ist ja auch nicht schön. Muss ich widersprechen? Inwiefern? Ich habe meine Verzögerung komplett ausgeschaltet. Läuft einwandfrei wieder. Es kommt aber auch mal drauf an, wer zuschaut und was für eine Leitung die haben. Richtig. Komm mal zu mir. Das heißt, es kann durchaus sein, dass immer noch einige Leute damit Probleme haben. Wenn du dich mal hier direkt runter schirmst, hast du voll die geile Sicht. Stimmt. Hast recht. Jetzt wärst du unter Wasser, aber nicht unter Wasser. Richtig, irgendwas dazwischen. Hier war was. Fels. Oder eine Koralle oder sowas. Hier, Kirby. Wie sieht ein Boot von unten aus? Bootig. Meistens sollte es sogar dicht aussehen. Dicht? Hat zu viel gesoffen oder was? Geraucht! Ach, jo. Deswegen geht's auch ständig unter, weil es die Brandlöcher reinmacht. So. Du schon mal gar nicht. Ah, Kai Hörk, wie geht's? Hörsturz. Hallöchen. Ich hab jetzt einen Hörksturz. Huch. Boah, das war aber wirklich laut. Ich war nicht viel lauter als sonst. Doch. Nein. Ist immer nur sporadisch laut. Nein. Doch. Wir werden direkt alle wach. Ja, Tore Zürich ist auch schon seit recht am Anfang. Ja, herzlichen Glückwunsch, dass du einen Ausbildungsplatz hast. Was hast du denn gefunden? Wo hast du einen? Und was für ein Job? Aber ich denke auch mal selbstverständlich auch von uns herzlichen Glückwunsch zum neuen Job oder zum ersten Job. Was bauen wir denn jetzt eigentlich? Ich weiß auch nicht, was ich mache. Ich laufe einfach nur wieder doof, stupide durch die Gegend. Ich bin hier noch immer noch am Holzen, also. Ja, warum? Warum? Weil ich die Basis mal ein bisschen weiter ausbauen möchte, weil die irgendwie kaum größer wird. Bau doch erstmal Dings. Baupläne. Da ist doch noch einer. Der muss auch noch fertig werden. Wo ist denn da noch einer? So auf halbem Wege zu dem Steg zur Insel. Auf der linken Seite. Achso, du kannst halt baust. Ja, das ist eine Treppe, soll das werden. Ins Wasser rein. Ein Filmtor. Eine Ausbildung zum Landwirt. Kann ich ist das nicht die Bezeichnung für einen Bauer? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Oder war das Landwirtschafts-irgendwas? Ich weiß es nicht. Ist das denn... Kater. Bitte? Mein Kater hat genießt. Ach jo. Der Kirby meint, wir sollen mal die heilige Marete suchen. Die hier irgendwo liegen soll. Die was? Die heilige was?
Die heilige Marete. Marete? Ja. Ich weiß nicht mal, was eine Marete ist. Was ist nicht? Nein. Machete? Machete? Machete wüsste ich. Den meinte ich doch. Ich verstehe die ganze Zeit Marete. Du weißt nicht, ob du das aussprachen, die so. Ja, ich hab's mit dem Verstehen nicht so. Du bist ja auch taub. Blind und taub. Ich glaube nicht. Hä? Tatsächlich was Bauer. Das? Ist das denn das, was du machen willst, Turk? Also, klingt für mich, also für mich wäre das, glaube ich, ein bisschen langweilig. Ist ja irgendwie jeden Tag das Gleiche, oder nicht? Nein. Nein? Ich weiß es nicht, ich kenne mich damit nicht aus. Weckerfahren! Da wollte schon wieder einen Baum hier erschlagen. Alter. Hat das schon wieder Ureinwohner gehört? Nee. Also der Kirby sagt, das Messer ist in so einem Typen drin. Aber es soll sie geben. Typen? Also ich muss das nochmal klarstellen. Machete oder Katana? Weil die Katana steckt ja auch in einem Typen drin. Das wäre jetzt doch Zufall. Ist das Machete? Nein. Ah, ja. Wenn du das Katana meinst, das habe ich noch nicht. Das aber der Sean und der Korpus haben es. Ja, Mensch, Hörg, da freue ich mich echt für dich. Ist immer schön, wenn man dem nachgeht, was einem auch Spaß macht und was man gut findet. Ja. Da ist das dann auch keine Arbeit mehr, dann ist das Freizeit. Nein, wie sagt man so schön, wenn du etwas findest, das du liebst, dann brauchst du keinen Tag in deinem Leben zu arbeiten. Das wünsche ich auch irgendwo jedem. Weil wer möchte schon in einem Job festsitzen, auf den er eigentlich keinen Bock hat? Keiner. Schon, zeig mal dein Katana. Momentje. Momentje? Was? Tada! Meinst du das? Oh. Hey. Aua! Ja, entschuldige mal, ja, ich gehe hier zurück, damit ich Raum habe, um mal zu schlagen, um das zu zeigen, und du gehst genau in die Richtung, in die ich schlage, aber ich bin der Bösewicht. Ja, bist du immer. Mhm. Wie sieht eigentlich die Knochenrüstung, also die komplett ausgerüstete Knochenrüstung mit Tauchergerät aus? Kann mich mal jemand angucken und es mir sagen? Scheiße, wie sieht das aus? Ich bin noch hier. Das will ich jetzt aber auch sehen. Ja? Kann jemand einen Screenshot machen oder so? Warte. Ach du Scheiße. Ich hab Screenshot gemacht. Ach du Ähnlich jetzt wenigstens Darth Vader. Ja, so in die Richtung. Ja, der Kirby denkt, dass es das Katana ist, das er meinte. Was bauen wir eigentlich hier hinten wieder ein? Ich wollte gerade irgendwie mal anders hinsetzen. Mein Knie meckert, wie ist sowas gerade? Au. Ah, das ist gut. Ah. Kniegasmus. So, ich muss mal hier ein paar Loks los, also ein paar Baumstümpfe wegkriegen. Weil die sind alle irgendwie immer im Weg. Stirb! Jetzt, ich glaube, wir bauen auch so langsam hier ein ganzes Dorf, ne? Mhm. Nicht gut. Es hat mit Farming Simulator angefangen, dann dazu ein paar Agrarvideos und zack, ich wusste, was ich machen möchte. Das ist cool. Ich wünschte. Durchs Gaming an den Traumjob. Ja, ne? Sieht und hört man auch nicht sehr oft, finde ich. Das Bewerbungsgespräch stelle ich mir auch lustig vor. Wie sind Sie denn auf den Job gekommen? Videospiele! Na. Es wird da übrigens schon wieder Nacht hier. Ja, ich vergesse immer, das auszumachen. Mein Licht in der Dunkelheit.
Du hast recht, wir sollten uns dann, wenn es nachtiger ist, ein bisschen schlafen legen. Nein. Doch, doch. Nein. Nein. Einfach nein. Doch, 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 doch. Nein. Nein. Ist wahrscheinlich. Doch. Doch. Alter, ich hab die Scheiße vor dem Ohr. Wir brauchen Holz! Da liegt doch noch ohne Ende in den Loks, in den Lockholdern. Nein, die sind jetzt leer. Alle? Ja. Alle Lockholder. Ich rede nicht von den Locksleds, ich rede von den Lockholdern. Ja, ja, wir auch. Locksleds machen wir jetzt auch leer. Das reicht nicht. Und bringe mir das Holz. Man bringt uns das Holz. Ich setz mich erstmal, dauert ja eh noch. Miau. Jup. Es fehlt Holz. Jetzt bin ich mal zu dir. Aber da fiel ein Baum, das habe ich gehört. Hey, Corpus. Hä? Seh deinen Namen. Ach, da bist du. Mal die Lafunzel anmachen. Ihr Moderatoren habe ich, aber den tue ich gerade streamen. Nein, ich bin kein Moderator. Doch. Nein. Nicht? Ich bin mein Moderator. Du bist immer ein Moderator. Ja, ich habe nur einen Stamm gefunden. Oh, Herk TV schreibt mir gerade einen halben Roman. Ich lese es sofort. Ich bin hier gerade im Dunkeln unterwegs. Die da hinten schreien nach Holz und Holz. Wow, wow, wow! Und ich wollte es gerade sagen, Nacht ist immer gefährlich. Da flog was rum. Da sind die Ureinwohner immer ein bisschen aktiver. Ich lese sofort. Da kommen sie. Ich geh mal. Nein, 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 nein. Was ist mit Schlafen? Ach, können wir jetzt gar nicht, ne? Pfosten, ey. Da rennt der einfach mal ins Feuer rein. Ja, da bin ich schon so dir Arbeit abgenommen. Man muss es ja auch positiv sehen. Ist trotzdem Pfosten. Vollpfosten. Wir sind alle Vollpfosten. Alter, scheiße. Verdammt. Bist du jetzt pennen? Geht ja nicht, wenn die hier draußen rumeiern. Also ich kann schlafen, ich weiß ja nicht, wie das mit euch ist. Nein, du kannst das zwar aktivieren, aber sobald du und sobald wir uns schlafen okay. legen und hier ein paar Gegner rumeiern, wachen wir sofort wieder auf und dann kommt so ein Schreckton. Ein Schreckton? Ja. Kirby meint, wir sollen den Einwohnern sagen, schreien kleine Spende. Dürfen wir uns dann Holz geben. Können sie auch einfach umlatzen. Ich glaube, da ist was kaputt gegangen. Ja, Corpus, toll gemacht. Ja, fein. Ja, hat ja funktioniert. Die Feinde sind tot. So, Moment. Alter, sieht das creepy aus. Alter. Das sieht creepy aus. Schau dir mal sein Gesicht an, wenn er das Buch vor seiner Fresse hat. Alter, sieht das creepy aus. Oh. Krieg ich Angst. Die erschrecken die. Schütz mich. Da weiß ich gar nicht genau, was ich jetzt noch dazu sagen soll. Wir brauchen Holz. Holz. Wir brauchen Holz. Ist eine sehr schöne Denkweise, Herk. Ich denke da aber ein bisschen anders. Ich bin ein bisschen pessimistischer und argwöhnischer und wie sagt man so schön, exzentrischer, keine Ahnung. Ich weiß zwar nicht, wo drum ja, geht, ja, 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 ja. Alter. Ich jetzt schlafen. Gute Nacht. Ja. Ach, ihr...
Sag doch mal, dass ihr jetzt alle da drin seid. Ich komme mit dazu. So. Neuer Tag, neues Glück. Ich speichere mal kurz zwischen. Habe ich nämlich die ganze Zeit noch nicht gemacht. Der Host wird nicht responden. Was ist? Ja, wenn er speichert, ist er im Prinzip kurz raus. Jo. Kaiser! Hey, Party! Ist mal alle was fressen hier. Zack. Holz! Ja, dann helft Holzen. Wenn zwei Mann da hinten verarbeiten, dann ist das auch ruckzuck weg. Ja, das war ja auch der Sinn da dran. Wirklich schnell fertig wird. Nein, ja. Ja, aber wenn ihr jetzt die ganze Zeit nur da rumsteht und nach Holz schreit, dann wird's auch nie fertig. Holz. Jo, das nehme ich noch mit. Du musst den Baum auch treffen beim Schlagen, dann kippt er irgendwann um. Jo, das nehme ich noch mit. Baumfeld! Habt ihr auch fleißig Loxlets mitgenommen? Lol. Natürlich nicht. Davon war ja nicht die Rede, wir sollten ja nur beim Fällen helfen. Schau, Rebi, danke, dass du da warst. Dankeschön. Schönen Tag noch. Schönen Sonntag. Das war haarscharf. Ich habe schon gerade auf meinen Baum geschlagen. Jetzt wirft jetzt so ein kleiner raus. Und zwei Loks und dann nochmal ein Riesenlok. Klick, klick, klick. Alter, kipp doch jetzt mal um hier. Nein, keine Lust. Mit dir verkehrt hier, du Baum. Ist verkehrt. Nächster Baum. Nein. So langsam lichtet es sich hier wieder in der Lichtung, ne? Oh. Ja. Vorsicht, Freundchen, Vorsicht. Nö. Ich hab Vorfahrt. Ja. Nein. Endlich. Einfach Gas geben. Nicht mal mit Blaulicht. Immer diese Fußgänger. Baumfeld! Nein. Der stört mich auch noch da, diese Riesenpalme hier da. Ups. Das stört mein Symmetrieverständnis. Ich habe keins. Wollte ich gerade sagen. Einfach abholzen. Nächster Baum. Ich bin geistig gerade mega am Abdriften irgendwie. Merkt man. Worüber denken wir denn nach? Keine Ahnung. Nichts Spezielles. Einfach nur immer am Abdriften. So ein kleinen Duracell-Hasen im Kopf, ne? Ja, eben nicht, ding, ne? Ding, 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 ding. So, Leute. Holt Holz ran. Bin ja dabei. Holt. Er ist hier, Willard. Ich erschrecke mich erst noch. Ja, ekelhaft das Wetter wieder. Bah. Weißt du, bist du schon extra auf einer Südseeinsel, ne? Und hier was ist? Regen. Da lohnt sich der Urlaub ja mal gar nicht. Oh. Hütte ist übrigens gleich fertig. Hier kam irgendwo Holz runter. Nö. Der Schorn hat Bäume geschissen. Ich glaube nicht. Meinst? Doch. Jetzt endlich mal die Funzel hier aus. Wenn du gerade auf dem Klo warst, Herk, und nichts gehört hast, wofür sagst du dann Danke? Verstehe ich gerade irgendwie nicht. Ich verstehe vieles nicht. Hütte ist fertig. Yay! Nächstes Projekt. Wir haben immer noch die Treppe ins Wasser. Ja, aber was soll die im Wasser?
Die ist dafür da, falls wir mal runterfallen, dass wir nicht bis zum Strand schwimmen müssen, sondern schon auf der Mitte wieder auf unsere Insel drauf können. Ah, okay. Yay, meine Hütte. Kannst endlich alleine schlafen. Ohne euch. Wir haben einen Logsled, Außenseiter, in der Treppe stehen. Du bist ein Außenseiter. Nein. So. Ich glaube nicht. So. Du kannst sagen, was du willst. Ich bin davon überzeugt. Ist klar. Die Treppe ist tatsächlich noch nicht fertig. Sag ich doch. Ja, ich habe wieder Holz versenkt. Sehr gut. So kann man auch einen Grundstein legen. Oder ein Grundholz. Du baust auf Sand Holz. Ja, Sand ist eigentlich unten im Meer, ne? Oben seltener im Meer. Ja. Wolltest du mal gesagt haben. Nee, also. Und die Häuser sind undicht. Es regnet rein. Hört's ja auch. Wo kann ich hier eigentlich schon drauf treppen, technisch? Gar nicht mehr, okay. Ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich gesagt habe. Kannst ja gerne hinterher nochmal auf YouTube oder hier auf Twitch ins Video reinschauen. Ich weiß es nicht mehr. Solltest mich ja mittlerweile auch lang genug kennen, um zu wissen, dass ich ein Sieb hier habe. Was? Ja, ist so. What? So, Chicory. Chicory und, Chicory und doch Koneflower. Kone. Jo. Lecker, lecker. Kann ich hier deine verkackte Treppe hier weiterbauen? Wo ist denn der Spot, wo man hier was dran dübeln kann? Ja, so von links, mittig. Nein, nicht mittig, so von links rum irgendwie. Ich muss ein bisschen rumprobieren. Ich muss da auch mal ein bisschen rumfriemeln. Ich hab's gefunden. Was mache ich? Nein, nicht. Steine sind immer gut. Du kannst ja versuchen, den Schorn damit der Steinschleuder abzuschießen. Nein. Nee, ich hab ja. Was ist damit vor mit den Steinen? Du mauerst dich ein. Ja. Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! Schorn muss weg! Schorn muss weg! Soll ich gehen? Soll ich gehen? Ja, sollst du. Nein. Oh. Ich bin wie ein Pickel am Arsch, du kriegst mich nicht weg. Ja, leider. So. Da hilft auch kein Ausdruck. I like to move it, move it. Oh, von hier geht auch schon gut. So, 10 Loks brauchen wir noch. Guck mal, im Haus sind noch Blocks. Ich brauch Steine. Bitteschön. Danke, ich stehe im Sled. Er kam mich nicht mehr rein. Dran. Was? Was? In den Sled? Was? So, 8 Stück noch. 8 ganze Loks. Oder auf Deutsch Baumstämme. Konzentrierte Schweigen. Ja, weiß ich nicht. Das kostet hier irgendwie Konzentration. Dieses stupide Hin- und Herschieben und Umlatzen der Bäume. Keine Ahnung. Übel, ne? Vielleicht hat hier auch nur noch nicht genug Kaffee heute. Och Mann! Hussa! Hussa! Na, zack! Hussa! Böser Baum, Stumpf! Ich bin keine Steine mehr. So. Zack! Sie waren Steine von euch? Ich habe gerade schon welche reingepackt. Also bestimmt. Echt? Ja. Ich guck gleich mal.
Was weiß ich, was ich im Inventar hab? Deine Bronze. 5 Stück habe ich dabei. Wir haben ja auch keine Rock- und keine Stickholder hier. Da sollten wir uns vielleicht auch mal drum kümmern. Habe ich aber auch schon so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, dass wir das vielleicht am besten auf der Insel drauf machen, sodass wir dort, wenn wir immer etwas brauchen, nicht so weit laufen müssen. Weil unsere Locks-Holder sind ja gerade draußen und wir müssen jedes Mal weit laufen dafür. Boah, Alter. Huch. Alter. So fliegt ein Lock. Baumstamm aus der Luft gegriffen. Das ist die hohe Kunst des Baumfällens. Ich bin nicht rein. Hier liegen überall welche. Ja, da wo ich bin, bin ich gerade. Da wo du bist, sehe ich überall welche. Du weißt ja nicht, wo ich bin. Doch, da vorne. Jetzt bist du weg. Bin da nicht. Gerade warst du noch da. Ist aber nicht mehr. Fängt hier an, jemand durch die Gegend zu lecken? Ich leck nicht rum. Ja, leck mich doch am Arsch. Ja, danke. Wird windig hier oben. Die Hütte fliegt gleich weg. Das bezweifle ich. Meinst du? 2 Loks braucht man noch. Schon hat die Loks in seiner Scheiße festgeklebt. So schnell hauen wir nicht ab. Der ist guter Mörtel. Besonders die Scheiße vom Schorn. So, hast du schon drin rumgewühlt? Wie das Klo gehen muss ich ja wohl. In der Scheiße rumwühlen. Ja. Hab ich schon wieder vergessen abzuziehen. Ach, zieh ich auch nur einmal am Tag. Einmal am Tag spart Wasser. Wir Deutschen sind sowieso eines der wassersparsamsten Völker überhaupt. Flugscheiße. Ah, geht. Nee, wir sind ziemlich wassersparsam. Also wir sind ziemlich sparsam, was Wasser angeht. Wurden ja in den 80er, 90er Jahren ziemlich drauf getrimmt, Wasser zu sparen, durch Werbung und allem. Richtig. Das stimmt. Oh, gut. Deine Treppe ist für dich. Cool. Hä? Können wir sogar unter Wasser auf der Treppe sitzen? Warum solltest du das drüber schweben, besser gesagt? Irgendeiner hat unter meinem Haus einen Feuerplatz hingestellt. Ich bin so doof, dass unter dein Haus? Ja. Ich denke mal, das war eher schon da, als dass es irgendwer jetzt da hingesetzt hat. Ich bin aus Versehen angezündet. Zur Schlussmoderheizung. Ha! Aber direkt richtig schön mittig drunter. Hast du schön warm. Mal gucken. Ja, hier kommen auch so ein paar Flammen durch. Ich leg mal ein bisschen was nach, ne, ins Feuer. Ich halte es nur schon mal vor. Schüre es. Sagte der Mann, der mein anderes Haus zerstört hat. Das habe ich nicht zerstört. Doch. Nein, das war immer noch heile. Nein. Doch? Nein. Doch, war es. Du weißt es. Es war noch heile. Du weißt es. Ich brauche es nicht zu beweisen, weil es so ist. Huch. Du weißt es. Oh, hier sind gerade wieder viele Vögel unterwegs. Ich habe hier doch irgendwo Loks gehabt. Wo sind denn die jetzt hingefallen? Ich dusel. Schon wieder nicht drauf geachtet. Noch nicht. Ein Zuschauer kommt dazu, wie Steine sammeln. Oh, Alter. Meine schauen gerade zu, wie ich meine Loks sammle, beziehungsweise suche. Ich habe keine Ahnung, wo die hingefallen sind. Komisch. Meine Zuschauer schauen einem anderen zu. Na, na. Wirst du wohl?
So, jetzt aus Hass mal den Busch hier zerschlagen. Ich hasse dich, Busch. Oh, nee, das könnte... einfach nur ein random Kill. NSA schaltet sich ein. Ja, dann haben wir doch wenigstens Zuschauer, ne? Wenn sich die NSA einschaltet. So. Zack. Wer ist hier gerade in meiner Nähe? Da wollte ich hin. Schatz, du hättest ruhig ein Noxlet mitnehmen können. Oh, die Vögel geben jetzt Fleisch. Wäre cool gewesen. Ne? Hast du gehört? Was ist mit den Vögeln? Ihr gehört? Die geben jetzt auch Fleisch. Nein, sag ich nur schon seit 2-3 Folgen. Ja, aber dann hätte ich hier wieder zuhören müssen. Aber ich bin der nie zuhört, weißt du? Ja. Bitte? Aber ich bin der nie zuhört, ne? Und klappt immer wieder. Bin ich jetzt hier eigentlich der Einzige, der alles zusammendübelt? Ich sammle Holz. Und die Steine. Weiße Beeren. Diese Beeren töte ich. Komm her. Finde ich jetzt nicht mal mehr die Logslets wieder? Was willst du mit denen? Ja, ins Lager bringen. Ist ein paar Logslets, wo ich bin. Nee, da hinten waren die nicht. So. Eben die Hütze hier nochmal heizen. So. Hey. Hab ich kalt. Ah, hier. Mach's kalt. Ei, ah, Glück gehabt. Lecker. Muss ich gleich mal ausprobieren, ob ich eigentlich in deiner Hütte auch braten kann. Schön erstmal dabei auf den Grill schmeißen. Muss ich mal eben probieren. Rannet in Rohr. Wow. Das geht sogar. Cool. Zack. Warum sollte es auch nicht gehen? Weil hier ein Boden drüber ist. Note. Das ist Forest. Hier ist alles möglich. Ja, das stimmt. Aber nichts klappt so wirklich. Also, ja, ich kann sogar essen noch. Hehe. Was? Sagt er, hehe. Was ist? Klaut er einfach meinen Logslet? Immer. Was? Du bist da durchgelaufen? Das geht tatsächlich cool. Solange etwas noch nicht fertig gebaut ist, kannst du auch noch durchlaufen. Ja. Sehr gut. Das fällt dir sehr früh auf. Ja, schon, ne? Ups. Tück, tück, tück. Ups. Ups. Was? Pups? Ups. Ein Flaps. Pups? Ich gleich Pups. Nein, danke. Hast du schon mal gemacht? Also kann ich mich revanchieren? Nein, das habe ich noch nie gemacht. Doch. Nein, im Schlaf doch. Zählt nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Nein. Doch. Nein. Nein. Doch. Nein. 10 Stunden später? Nein. Auch so. Nein. Nein. Dann such ich das auf den Zack. So. Warte mal, müssten hier nicht noch ein paar Knochen sein oder hat die schon einer von euch eingesackt? Hat schon einer von euch eingesackt? Nein. Nein. So. Unser Lager mal ein bisschen auffüllen hier.
So, was denn? Ich! Meine Freundin hat Spasmen. Was? Deine Freundin hat Spasmippen? Spasmen. Zuckungen. Muss mal gucken, ist schon. Hoppus! Schon. Ja. Läuft aber, hat funktioniert. Ich wollte das auch einmal machen. Weil das schon ist. Ganz Zeit in Bewegung, da funktioniert das nicht. Ich bin halt fleißig. Jetzt nicht bitte, ich habe Knochenrüstung an. Die ist sonst vergeudet. Ja, du bringst mich beinahe um. Was, ich habe doch gerade gar nichts gemacht? Nö, wird sonst voll unter mir platziert. Die ist schon klar, dass ich das nicht war. Du bist immer dran schuld. Nein? Ja. Boah, der zerreißt mich hier fast vor Lachen. Ja, ich war's. Ich hasse euch. Ich finde jetzt sogar sehr gut. Ich hätte auch nicht gedacht, dass du da drin so lange stehen bleibst. Ich bin so. Ja, ich hab gerade im Menü noch was gecraftet. Was? Wenn du mich so weiter ärgern, bin ich hier raus. Nein, wir ärgern jetzt nicht mehr. Wir können jetzt zusehen, wie die Frankfurter hochkriegt. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich ärgere nicht mehr, richtig schon. Ich hab die heute nicht einmal geärgert. Null. Nein. Nein, schon hat wirklich heute noch nicht geärgert. War früher. Oh. Langsam gehen uns die Steine hier aus. Sollen wir schlafen gehen? Ja, bitte. Geht noch nicht. Geht noch nicht. Dunkel soll das denn noch werden? Ja, auch nicht. Keine Chance. Vielleicht kann ich ja auch nicht. Ja, da müssen wir die Nacht durchmachen. Irre. Nö, aber so die Hälfte. Schauen wir. Das letzte Nacht, letzte Nacht sind wir ja auch mittendrin schlafen gegangen. Das heißt, es ist auch immer. Ich glaube, das setzt sich immer alle 24 Stunden zurück. Also. Ah, okay. Müssen wir wieder bis zum selben Zeitpunkt in der Nacht hier. Nee. Dann stellen wir uns mal den Wecker. Also kriegst du auch schlechter Steine gefunden. Ich sitze auf meiner Bench. Mach das. Ist der Holzzaun jetzt. Nee, ist noch nicht fertig. Okay, gut. Der Holzzaun, der aus Steinen besteht. Ja, genau der. Dum, 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 dum. Der Mond geht auf. Ich kann ihn beobachten. Ist das schön. Herk fragt, ob Zoll noch mal in die Höhle geht. Ja, ich warte auch schon die ganze Zeit drauf, Herk. Ja, gut, wir haben jetzt schon ein bisschen was hier geschafft. Ich würde am liebsten noch weiterbauen, ja, aber ich verstehe auch, dass das langweilig ist auf Dauer. Wir können gerne mal zum Arschloch der Welt und mal in die Höhle ganz unten gehen und den Pornokeller des Grauens noch mal präsentieren. Ja. Kennt ja auch noch nicht jeder, ist ja relativ neu. Kam ja jetzt diese Woche raus, der Patch. Richtig. Aber wir sollten trotzdem vorher schlafen. Ja, auf jeden Fall. Bin schon wieder ganz freudig losgerannt. Ja, wir können schlafen, wir können schlafen! Yay! Boah, hier kommst du ja durch die ganzen nicht mehr durch. So. Hitten. Muss mich mal strecken. Oh! Jo. Schatz, kommst schlafen? Ja, aber wenn du aus meinem Haus rausgehst. Jetzt komm schlafen. Dankeschön. Yay. So. Das
treffen sich alle wieder beim Frühstücken. Ja, muss man ja hier immer. Na. Zack, wird noch was weggeschlürft. Und, Jo. Jo. Auf zum Pornokeller des Grauens. Jawohl. Kommst du mit, Schatz? Nö, ich bin auf der Sparweite. Wie du magst. Ich warte, ich hab noch ein paar Steine. Und ja. Wir können ja auch ganz viele Häuser bauen, ne, und dann vermieten. Kommst du? Ich bin hinter dir. Hä? Ach. Da laufen sie schon wieder, ja, links. Frühsport. Ach, erstmal warm spielen, sagst du? Ja. Aber die rennen weg. So, ich weiß gar nicht. Haben unsere Masken gesehen? Ich weiß gar nicht, wo hier Arschloch der Welt und so ist. Ich guck mal kurz auf die Karte. Wir eh nicht verstehen. Ja, aber ich weiß ja ungefähr, wo es ist. Ja, die Richtung stimmt. Und Stickies mitnehmen, ne? Denk dran. Weil davor können wir wieder ein schönes Shelter bauen, weil wir werden eh nicht mehr rausfinden. Ja, dann müsste aber auch noch eins stehen, glaube ich. Keine Ahnung. Ach, Kofferparadies, ne? Jo. Ah. Ich hab einen Tennisball gefunden. Medizin! Die Tennisbälle gehen einem immer auch tierisch auf den Sender. Weißt du eigentlich, warum die hier eigentlich im Spiel sind? Um uns zu nerven. Nee. Die ist extra von den Entwicklern. Oder für die Entwickler drin. Angeblich. Um die Physik dort zu testen, oder was? Richtig, das sind Physikbälle in dem Sinne. Sagen deren Fixpunkt hier, was Gewicht angeht. Nerven mich trotzdem. Ah. Auch ein lustiges Gimmick. Wird's auch nicht wundern, wenn man die über kurz oder lang auch anzünden kann. Die kann man schon anzünden. Echt? Natürlich. Siehst du, was ich hier. Oh. Siehst du mal, was ich hier alles noch mitkrieg. Also, Frühsport ist hinter uns her, ne? Die konnte man schon anzünden, bevor wir das erste Mal zusammen Fotos gestreamt haben. Au, au, au. Das habe ich nämlich sogar noch in meinen Let's Plays rausgefunden. Dann hattest du da mir ganz schön was voraus. Jo. Ich habe mich warm geschnetzelt. Gut. Ich bin weiterhin auf dem Weg. Ich lasse dich einfach da allein zurück. Ja. Hey. Ich bin nur da. So. Ich wirst du so schnell nicht los. Mal eben kurz auf die Karte gucken. Ja, die Richtung stimmt ungefähr. Da müssten wir jetzt hoch. Da haben wir ja auch das Equipment parat. Warte mal. Ich habe hier was gefunden. Das muss ich einmal kurz überprüfen. Mann. Sieht nämlich aus wie eine Spalte hier im Felsen. Na. Meinst du, ich komme hier hoch? LOL. Siehst du das? Ich kletter mit der Feuerwehraxt. Guck mal, ich kletter mit der Feuerwehraxt. So weit hoch. Was? Was denn? Das wüsstest du gerne. Nee, das, ja, kann schon. Das ist keine Spalte für eine Höhle. Echt nicht? Nö.
So, und nach oben müssen wir ja eh. Jetzt bin ich auch oben. Ich nicht, ich hatte unten noch was geholt. Okay. Mit der Feuerwehraxt. Der alte Bug-User. So. Hier ist wieder so ein heiliger Baum oder sowas ähnliches. Ja, ich glaube, den kenne ich noch gar nicht. Interessant. Ist der neu? Oder mit Perwoll gewaschen. Der Kartenmann. Karte. Ich habe keine Ahnung. Warum rennst du jetzt wieder zurück? Ich habe keine Ahnung. Ich versuche jetzt irgendwie nach rechts zu rennen. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wo das Arschloch ist. Wir finden das ja immer noch per Zufall, wenn wir es gerade nicht suchen. Yes, ständig. In der Mitte von der Karte ist das Loch. Wir sind gerade von in der Mitte von der Karte. Nein. Ein Stück weiter nördlich, ja, könnte man gucken. Aber da ist der Korpus gerade unterwegs. Du müsstest das eigentlich sehen dann. Ja, ich habe hier so ein Riesenloch im Boden. Ja, ja, ja. Very good, very good. Aber hier werde ich trotzdem ein Shelter hin sheltern. Ja, da hinten steht ja eins. Echt? Ja, ja, echt. Auf der anderen Seite hast du recht. Ja, hast schon, ja recht. Die haben schon sowieso viel zu viele Markierungen hier, also lass uns hier nicht noch mehr machen. Ja, du hast wirklich recht. Dann nicht nur über Tage die ganzen Markierungen, unter Tage geht's ja mit dem Zeug weiter. Jo. Meine Mauer ist fertig und ich hau jetzt erstmal ab vom Stream. Ich brauche eine Pause. Ja, ich könnte auch gleich eine gebrauchen, aber ich will zumindest nochmal das Arschloch hier präsentieren. Weil ich müsste auch langsam irgendwie mal was essen holen. Ach jo, hast du noch gar nicht gemacht. Aber gar nichts. Vielleicht ist mein Zuschauer noch das Menü. Wir können natürlich auch speichern, Bräuschen machen, später nochmal streamen. Oder ich verweise später. Einfach... Ja. Ja, erzähl. Oder ich verweise einfach auf unsere Streams. Nicht das letzte, sondern das vorletzte Forest-Video müsste es sein, wo wir das Arschloch erkundet haben. Das ging in etwa anderthalb Stunden. So, aber wir können da dann nächstes Mal nochmal hin. Ja, jetzt stehen wir ja alle schön hier. Gerade gespeichert. Jo. Dann verabschieden wir uns mal schön. Ja, tut mir leid. Wie gesagt, wir brauchen mal eine Pause. So lange am Stück Stream ist auch immer ein bisschen... Richtig. Macht ja auch Spaß, auf jeden Fall. Aber ist auch anstrengend. So. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Eventuell sind wir später nochmal online. Ansonsten vielleicht morgen oder übermorgen. Wir wissen es noch nicht genau. Der Korpus wahrscheinlich sowieso. Der ist ja irgendwie in letzter Zeit wesentlich aktiver. Und na gut, dann würde ich sagen nochmal danke fürs Zuschauen und ja, begrüßt ihr euch, bevor ich mich hier 10-mal wiederhole. Sagt tschüss und so. Ciao. Tschüsski. Adios, amigos und muchachos und muchachinas. Lasst es euch gut gehen. Ich werde auch direkt mal ein Essen machen. Ja, tschüss. Ja.